Raus aus meinem Haus! Raus! Manometer noch eins! Herzlich willkommen, Freunde, zu einer weiteren Folge Titit Puh Teardown. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, die letzte Folge, sage ich euch, das war ein absoluter Fiebertraum. Ich fasse zusammen für euch. Wir haben Computer gestohlen. Kurz darauf sind wir in einen Hafen. Wir haben ein Haus zusammengeschlagen, haben die Stelzen weggemacht. Auch da dann innerhalb von einer Minute ohne groß Komplikation alles kaputt gemacht. Naja, vielleicht mit der ein oder anderen Komplikation. Bitte erinnert mich nicht dran. Bitte. Oh, es ist wirklich nach so einer kleineren, längeren Zeit mal wieder super schön mit euch zu quatschen. Und ich wollte mich bedanken für den Support auf das letzte Teardown-Video. Das war ja wirklich insane. Ihr seid drauf abgegangen. Ich muss tatsächlich sagen, ich gehe auch übel auf das Spiel ab. Es ist ein super witziges Spiel. Und ich würde sagen, wir gehen direkt in die nächste Mission. Ich bin super gespannt. Ha! Das war ich! Die hab ich geklaut, die Autos! Also ich muss tatsächlich sagen, ich erwarte davon, dass die Missionen jetzt noch schwieriger werden. Wir stürzen uns einfach mal in die Villa Gordon. Das ist die Villa von Gordon Ramsay. Lawrence Lee Junior. Alter, der sieht aber richtig fresh aus, bin ich ehrlich. You don't know me, but I have a serious break-ins recently. In the last one, classic cars, guess what? I know who did it. Gordon Wu! Ach, den kennen wir. Hier, Gordon Wu! Ich dachte, Gordon Wu wäre ein cooler Typ. So, Gordon, du kriegst jetzt richtig einen auf die Fresse! So, da sind wir. Es ist schon wieder etwas Nacht. Ja, das Wetter ist nicht zu nice. Ich muss auch vorhin sagen, ich war noch beim Arzt. Da musste ich so eine... Kennt ihr hier diese Pipi-Proben? Muss ich so eine Pipi-Probe abgeben. Aber ich hatte da irgendwie keinen Bock drauf. Weil... Ja, mir geht's ja gut, wisst ihr? Es wäre ja Verschwendung, ne? Lecker. So, Freunde, wir haben hier unser Escape-Vehikel. Okay, also, das Ziel ist es jetzt, die Autos zu finden. Haben wir hier irgendein Auto? Oh, Eureka! So, ich würde sagen, da steigen wir mal ein. Ich würde jetzt einfach mal klingeln. Hoppala! Gordon! Hallo! Hallo da. Servus! Okay, ich muss sagen, Gordon hat einen ziemlich... Jo, was ist das denn? Ist das unser Missionsziel? Freunde, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Missionsziele. Okay, bitte lass mich kurz gucken, ob ich irgendwas übersehen habe. Damit habe ich eine kleine Vergangenheit. Get the two classic cars? Oh mein Gott! Hier ist noch eins! Also, wir schauen jetzt erstmal bei jedem Ziel vorbei. Dump at least 3 of Gordons expensive cars in water. Aha! Okay, also, wir haben hier water. Seht ihr das? Ich gucke jetzt einfach mal bei jedem Car vorbei und dann schauen wir einfach mal, welche wir versenken. Aber erstmal schauen wir hier ein bisschen... Was ist das denn hier? Ein Vorratslager. Servus! Oh, lecker. Gibt's hier ein paar Reichtümer? Aha! $15 in meinen Mund! Hier ein schickes Wohnzimmer oder so. Das ist auch wunderbar. Meine Güte. Okay, Leute, ich muss erstmal kurz was ausprobieren. Ah! Nein! Bitte hilf mir hoch! Diese scheiß Bodenwellen, das ist mein Nemesis, Junge! Okay, wo sind denn hier die Autos noch? Habe ich hier noch... Ah, guck mal hier. Hier ist eine Garage, direkt nebenan. Dann schauen wir doch mal da vorbei. Aha, Garage. Oh! Ist das Montana Blacks Lambo oder was? Das Ding können wir halt instant hier einfach ins Meer fahren, theoretisch. Wo platzieren wir die Autos am besten, dass wir sie alle instant einfach ins Meer fahren können? Am besten eigentlich hier, oder? Weil hier ist halt direkt so eine Möglichkeit, wieder ans Land zu kommen. Hier scheint so ein Strand zu sein. Aber erstmal drehe ich eine Runde auf seiner eigenen Rennstrecke. Jetzt aber fix. Um die Kurven. Uiuiui, das hat geknistert. Sebastian Vettel. Alter, der Tokyo Drift. So, dann fahren wir das Auto hier schon einmal zu unserem Escape-Vehikel. So, jetzt lassen wir die Rampe runter und dann müssen wir nur noch den Rückwärtsgang reinmachen. Und dann fährt er auch schon ins Wasser. Ich hab's immer noch drauf. Das ist ja ein Ausstellungsstück. Number one, woo. Okay, also, wir haben hier ein Auto.
Das bekommen wir richtig easy raus. Wir haben hier ein Auto. Das bekommen wir auch richtig easy raus. Ich glaube, das ist eine easy Mission. Ich sag euch, wie es ist, Freunde der Sonne. Are you sure about that? Okay, ich glaube, ich hab's. Aber ich glaube, wir brauchen noch ein anderes Fahrzeug, um wieder... Oh ja, hier steht ja mein Bulldozer. Mitten in der Eingangshalle. Guck mal, hier unten. Ah, hier. Mein kleines Unfallauto. Den benutzen wir, um von Auto zu fahren. Handbremse! Schüchtel! Junge, es ist nur eine Treppe, entspann dich. So, hier ist das Fluchtfahrzeug. Damit kommen wir zum nächsten Auto dann. Wir fangen jetzt an mit dem Auto in der Garage, was ihr da oben rechts seht. Da oben in der Ecke, was ihr da seht. Dann werden wir fortfahren mit dem Auto, was ihr jetzt hinter dem Haus hier oben habt, ne? Dann werden wir zu dem fahren und das runterlassen. So, ich trinke noch ein bisschen was von meinem Drink. So, seid ihr bereit, Freunde? Abfahrt! So. Jetzt aber fix. 50 Sekunden. Und raus. Auf zum nächsten Auto. So, jetzt nehmen wir das hier. Damit fahren wir hier durch. Nein! Bleib doch nicht stecken! Ja, kind of. Nein! Nein! Es ist stuck! Es ist stuck! Es ist stuck! Stuck! Wo bist du stuck? Oh mein Gott! Und Dinge passieren? Ich würde jetzt einfach quickloaden. Das haben wir ja im letzten Part nicht gemacht. Klick. Also der Gedanke war gut. Nur hier diese Stelle, die ist mir ein bisschen zum Verhängnis geworden. Ich sag, wie es ist. Oh, wir können einfach hier durch die Glasfront fahren. Ja, das machen wir. So, fangen wir nochmal an. Gehen wir rein. Okay, also rechts und aussteigen. Zack, zurück zum anderen Auto. Einmal hier durch. Schönes Ding, sterzig. Und jetzt fahren wir das Ding hier runter. Wir steigen hier oben ein. Rückwärtsgang. Runter. Schönes Ding. Das ist ja nicht konsequent. Und jetzt sprinten wir. Easy Runde. Easy Runde. Hello there. Es ist nicht. Es ist nicht ins Meer geflogen. Es ist, oh mein Gott. Nee. Pass auf, ich muss drei Autos ins Meer fahren, ja? Und ich war eben kurz davor, das doofe Auto rückwärts ins Meer zu fahren und es bleibt hängen. Kannst du bitte aufhören, wieder alles kaputt zu machen? So, meine lieben Freunde, ich musste eine kleine Pause machen, weil der liebe Hendrik hier rein musste. Aber ja, das ist ja gestern nicht so gut gelaufen. Wisst ihr, was jetzt noch witziger ist? Ich muss den ganzen Scheiß jetzt nochmal vorbereiten. Dann mal los. Klopf, klopf. Oh mein Gott! Oh! Ach du heilige Scheiße! So, einmal Treppe rauf. Das kennen wir ja schon. Pass auf, wir stellen ihn jetzt mal da hinten hin, weil da hat das irgendwie besser funktioniert. So, jetzt brauchen wir nur noch den Rest. Zack, zack, zack. So, seid ihr bereit, Jungs und Mädels? Abfahrt! Plopp! Oh, einmal durch die Fronttür. Oh, nee! Nicht in die Büsche! Wir brauchen hier in der Wand dringend noch ein Loch. Mit dem Loch da hinten in der Wand sollte es gehen. Hoffentlich. So, Abfahrt! Durchs Loch. Schönes Ding. Schönes Ding. Und rein. Rückwärts, rückwärts, rückwärts. Der ist nicht drin! Rein! Oh mein Gott! Okay, wir haben zwei. Wir haben zwei. Jetzt der letzte. Komm, 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 komm. 30 Sekunden. Komm, 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 komm. Ja, ja. Nein! Das kann doch nicht sein, verdammte Scheiße! Ich glaube, das ist eine easy Mission. Ich sag euch, wie es ist, Freunde der Sonne. Ah, der Lebenstropfen! Komm jetzt, rein! Yeet! Sehr schön, und jetzt hier hoch, rein! Zack, hier hin. Zack, wir klauen die Karre. Links driften. Durch die Glasfront. Schönes Ding, schönes Ding, schönes Ding. Volle Kanne hier rein.
Wie kannst du denn nicht ins Wasser? Das schaffen wir halt schon wieder nicht. Was machen wir falsch? Wir brauchen jetzt aber noch zusätzlich ein weiteres Fluchtauto zu unserem Punkt, damit wir da schneller ankommen. Oh mein Gott! In Ominis Party in Citus Hankum. Das war irgendwie schlecht und gut zugleich. Ich hab mich legit übel erschrocken. Dann brauchen wir hier vorne ein Loch in der Mauer, damit wir hier auch richtig schön durchbrausen können. Und da das Auto weghauen. Da nehmen wir diesen schönen Bulldozer hier. Komm jetzt! Rein! Uno! Und hier rein. Links in die Kurve, Sportwagen, Sportwagen, yeet, yeet! Und dann einmal hier durch. Wie ist das passiert? Okay, ich glaube, ich bin einfach viel zu dumm für dieses Spiel, wirklich. Einmal um die Kurve. Hier hin. Zack. Zack. Jetzt fahr doch ins verdammte Wasser, Junge! 8, 7, 6, 5. Gib mir bitte eine Sekunde. Bitte hört auf, so zu gucken. Ich sehe das ganz genau. Komm, bitte jetzt! Renn schneller. Jetzt einfach geradeaus durch. Zack, schön. Oh, das wird doch schon wieder super knapp, ey. 17 Sekunden. Elf, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Ja! Oh mein Gott, war das knapp! Holy Mother of... Mother! Oh, Gottes Willen! Es gibt einfach auch noch drei optionale Ziele. Wie willst du das denn machen? Kleiner Fortnite-Tanz des Sieges, wa? Woo! Wir haben ein neues Tool. Jetzt bin ich mal gespannt. Eine Rohrbombe? Wir haben eine scheiß Rohrbombe? Das müssen wir instant testen. Schön ins Klo. Oh mein Gott, ich hab nicht erwartet, dass das explodiert instant. Ach, ich hab mich wirklich gerade legit erschrocken. Yo, das Klo ist einfach weg! Ja, Leute, ich würde sagen, das reicht doch erstmal für heute. Wir haben heute wieder ein bisschen gefrustet. Aber tatsächlich, ich glaube, ich werde besser in diesem Game. Muss man mal so sagen. Also, mir gefällt das Spiel super bis jetzt. Ist halt ein super geiles Rätselding. Ich bin aber mal gespannt. Vielleicht mache ich dazu noch einen nächsten Teil. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr noch einen sehen wollt. Für mich war es heute wieder ein Up und Down der Gefühle. Kuss auf die Nuss. Ich hab euch lieb, Leute. Wie gesagt, schreibt gerne Kommentare. Ich lese mir das super gerne durch. Und wer jetzt in die Kommentare schreibt, holla, 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 ich fahre gerne Roller, der ist noch besonders cool. Also haut rein, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.